Ja, hallo, hier, lieben Christian Schmeier, Paterfolg Beziehungscoach, frisch vom Tauchen zurück. Ach, so, ist der Sommer jetzt endlich bald vorbei. Regnet es endlich morgen, ich freue mich so. Genau, aber heute habe ich nochmal eine Mail für euch, wenn du auch solche Fragen beantwortet haben willst. Es geht über ein Formular auf liebeschip.de. Und heute reden wir mal über, hups, meine ganzen oder fast alle Manifestationen sind eingetreten. Wie kann denn das passieren? Ja, also die Zuschauerin schreibt, hallo Christian, ich habe im August 2022, in einer Zeit, in der ich noch im toxischen Liebeskummer steckte, einen Brief an mein zukünftiges Ich geschrieben. Ich meine, dies wäre auch eine Aufgabe aus der Selbstliebe-Challenge Advance gewesen. Ja, ich glaube, die ist nächsten Monat wieder dran. Könnt ihr euch auch mal angucken. Wie auch dann bald mal meine Ausbildung übrigens losgehen. Ne? Wenn euch das da anmelden wollt, noch zum Frühbucherpreis, Einzel-, Paar- und neu auch Dating-Coach-Ausbildung. Genau, aber ansonsten, ja, kann sein, dass die Aufgabe da drin ist. Ansonsten empfehle ich sonst sehr diese Manifestations-Challenge. Ich müsste dann ja auch bald wieder losgehen. Falls es nicht sogar diesen Monat ist, aber ich weiß nicht ganz genau. Könnt ihr aber mal gucken auf liebeschip.de. So, ich habe mir diesen nun zu einem Zustand in meinem Leben angeguckt, an welchem ich zufrieden bin. So wie es auch in dem Brief steht. Also das macht man halt immer so, dass man die so in Ich-Form schreibt. Ne? Ich bin jetzt da und da angekommen. Ich erlebe gerade jetzt dies und jenes. So, man sagt ja mal so, es sind so Sätze, aber das Unbewusste kennt keine Zeit irgendwie. Ne? Aus meinem aufgeschriebenen Manifestationen sind von insgesamt 8 mittlerweile 5 eingetreten. Und das mit nur einem Scheiß, sorry, also ist einfach, ich bin einfach begeistert, mit einem Brief. So, da hast du dich wahrscheinlich 2-3 Stunden hingesetzt. Ne? Hast dein, also entweder manifestiert oder dein Unterbewusstsein programmiert. Wisst ihr, selbst wenn ihr nicht an Manifestationen glaubt, meint ihr die Sachen, die Sportler machen für Wettkämpfe, die sind irgendwie anders als diese Manifestationsübungen? Kein Stück, die sind genauso. So, 3 Stunden hingesetzt, das ist hier so ein Navigationsgerät eingestellt, so wie wenn du Google Maps aufrufst. Ah, ich will nach Berlin, Berghain Club, so, wo bin ich gerade? Turkmenistan, wo muss ich langfahren? Tak, 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 mach das Navi. Einmal eingestellt, fertig, ne? 3 Stunden Arbeit. Vielleicht noch nicht mal, vielleicht 30 Minuten Arbeit. 5 von 8 sind eingetreten. Das ist doch krass, ne? Aber gut, das hängt, ich sag mal so, toxischer Liebeskummer ist, glaube ich, die ideale Zeit, sich zu versuchen, Sachen zu manifestieren, weil, aus meiner Erfahrung, kann ich nicht belegen, das Universum belohnt einen, wenn man nicht zurückgeht in diese Toxik, so, ne? Oder du belohnst dich selbst, wie auch immer man es lesen will, ne? Ich habe beim Lesen eben auch gedacht, wie ist das möglich? Also, es ist absolut möglich und deswegen, ich propagiere auch gern meinen Kurs, weil, wisst ihr, was kostet der? 50 Euro oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, 5 Döner heutzutage und einmal Pommes noch. Wie viel Arbeit ist das? Sich jeden Tag mal hinsetzen? Also gut, der Manifestationskurs ist ein bisschen mehr Arbeit. Vielleicht jeden Tag eine halbe Stunde, eine Stunde. 30 Tage mal hinsetzen, einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, ist doch scheißegal. Ich empfehle immer, das wie so ein Spiel zu sehen. Ne? Ich würde auch jetzt nicht so ein Fass aufmachen, wenn mal irgendwas nicht klappt, dann, jetzt habe ich versagt. Oder wenn irgendwas Negatives passiert, oh, jetzt habe ich mir was Negatives manifestiert. Ach, ich lebe im Zoo, wie unser Freund Julian Zietlow sagen würde. Sondern, ja, hat es eben nicht gegeben. Ich würde das wie so ein Spiel sehen, also wie so ein Add-on. Ich kann ja mal gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, hast du nichts verloren. Gar nichts, ne? Und wenn es funktioniert, dann bist du ja wie diese Zuschauer und denkst, was, 5 von 8 Sachen? Das ist sogar schon Modul 2 in meiner Vertiefungsübung. Arbeiten schon mit Listen, das geht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Ne? Also ich meine, mein Job ist auch ziemlich genau der, den ich mal haben wollte. So, ne? Also klar, dann stellst du auf dem Weg, aber das heißt jetzt nicht, dass dir die gebratenen Tauben im Flug in den Mund fliegen, so auf dem Weg stellst du fest.
ah nee, jetzt habe ich doch andere Wünsche und da kommt vielleicht wieder was anderes, weil du stellst fest, es ist doch nicht genauso, wie ich gedacht habe. Aber so ist das Leben halt, ne? Das kommt, glaube ich, jetzt ja auch noch. Ich habe beim Lesen eben auch gedacht, wie ist das möglich? Ich habe damals schon so geschrieben, wie ich es heute tatsächlich auch fühle. Ja, genauso empfehle ich das ja auch. Ich muss aber anmerken, dass sich manche Dinge nicht genauso entwickelt haben, wie gewünscht. Deswegen, wenn man so diese Manifestationsübung macht, macht man die nicht zu detailliert. Also man sagt immer so, um dem Universum Raum zu geben, das auf eine Art zu erfüllen, die für einen das Beste ist. Weil man ist natürlich manchmal auch ein bisschen im Ego. Und ja, deswegen ist es ganz gut, da ein bisschen Luft zu lassen. So, ne? Ich hatte mir zum Beispiel damals manifestiert, eine neue Arbeitsumgebung und dementsprechend einen neuen, besser bezahlten Job zu haben. Es hat sich aber nun ganz anders entwickelt. Ich bin noch im alten Job. Dort wurde ich aber letztes Jahr plötzlich um 3 Gehaltsstufen hoch angesetzt. Und im Nachhinein finde ich das sogar geiler als eine neue Stelle. Also so, das ist so das Best-Case-Szenario. Also du gibst Navi, ne, gibst Rahmenbedingungen vor. Und das ist auch wie beim Navi. Dann sagt das Navi aber, da ist ein Stau. Also das fragte ich, in diesem Fall fragte ich die Psyche allerdings nicht. Da ist ein Stau und dann fahr doch hier lang, ne? Also wie gesagt, ich würde es wie so ein Spiel sehen. Ich würde es nicht sehen, so, da werfe ich jetzt eine Münze rein und dann kommt ausgefüllter Lottoschein raus oder irgendwie so. Also die Kunst ist immer, nicht so ins Ego zu verfallen. Das gelingt einem vielleicht in diesem toxischen Liebeskummer-Situation vielleicht besonders gut, weil mal das Ego da echt platt ist. Aber ja, also gute Arbeit, kannst dir auf die Schulter klopfen, ne? Mach doch einfach weiter so, schreib den nächsten Brief, ne? Und im Nachhinein finde ich es sogar geiler als die neue Stelle. Einen neuen Partner gibt es noch nicht, aber auch, glaube ich, nach dieser Erfahrung werde ich auch noch darauf vertrauen, dass das wird. Ja, also im Grunde genommen ist es nichts anderes, nur was wir natürlich, deswegen bin ich immer vorsichtig bei neuen Partnern manifestieren, kann man natürlich machen, weil wir wollen jetzt nicht versuchen, irgendwas zu manifestieren, was nur wieder toxische Liebeschip ist, ne? Vielleicht sagt da jetzt das Universum, na, das braucht noch ein bisschen, aber wird kommen, ganz bestimmt, ne? Ich lasse mich nämlich nicht mehr so wie früher nur von Äußeren blenden, sondern schaue auf die Taten. So wie du es auch rätst, behandle jeden gleich, egal wie gut derjenige aussehen mag. Macht die fucking Kurse, ich kann es euch nur mal wieder sagen. Ich meine, guckt euch alles an, guckt euch Bewertungen an und was weiß ich. Also das ist natürlich auch so ein bisschen so, wer in sich investiert, wo auch immer, selbst wenn du es so anders machst als bei mir, wer in sich investiert, wird die Ergebnisse kriegen. Du füllst dich an mit Energie und das zahlt sich irgendwann aus, ne? Deswegen, also es ist super, wenn ihr meine Videos konsumiert, freue mich auch, wenn ihr mich hier unterstützt mit überhaupt Mission 50.000 Abonnenten, ne? Jetzt bitte mal einmal auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts, tut nicht weh. Lass wir das endlich mal abgefrühstückt kriegen hier. Aber ganz ehrlich, ey, guck doch mal in die Kurse rein, ne? Ich meine, was für wie viel Scheiß gibt man jeden Tag Geld aus, ne? Naja, willst du mal gesagt haben. Also vielen Dank für die tolle Mail, mach weiter so. Hast du ja sprichwörtlich selber manifestiert. Sehr gute Arbeit.